Hallo Leute, derzeit haben wir ein neues Welpe. Und also ich habe mich entschieden, mein Welpe zu abrichten, weil sie die Wale nicht apportieren will und es ist ziemlich ärgerlich für mich und für alle die anderen Personen. Also, ich habe gelesen auf Internet, dass eine gute Methode zu rückwärts beginnen ist. Also zunächst soll ich sie abrichten, mir den Ball so geben und dann kann ich die anderen Teile des Prozesses machen. Also es ist alles rückwärts. Dadurch wird sie besser verstehen, was ich will. Und das, was sie tun soll. Ich hoffe, dass diese Technik funktioniert. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es könnte nicht funktionieren, aber ich hoffe, dass es ist eine gute Technik. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach sein wird für ihn, aber ich denke, dass es notwendig ist. Und also mein Gedanke für den Tag ist, dass wenn man etwas möchte, muss man streben danach. Die Dinge in dem Leben sind nicht immer einfach und wir müssen streben nach was wir wollen. Auch wenn etwas schwierig scheint, schließlich ist das es wert. Und dies ist ein bisschen wie eine Metapher, dass um die Dinge zu bekommen, was man wünscht, man muss einfach streben. Also ich denke, das ist wichtig und ich würde probieren mit dem Hund und ich hoffe ich, dass es funktioniert. Wir werden sehen. Also, tschüss für jetzt und bis die nächste Mal.